Hey Leute, wieder Bullen und willkommen hier zu einer neuen Folge vom Let's Collect der Panini Premier League Sticker 2022. Die erste Folge, wo wir, glaube ich, 5 Sticker-Tütchen auspacken. Kann das sein? 25 Sticker, die wir heute alle einkleben können. Das heißt, wenn wir 4 Folgen machen, haben wir 100 Sticker einfach im Heft eingeklebt. Weil ich gehe stark davon aus, dass jetzt hier, ja, es gibt halt so viele Sticker, dass wir da keine doppelt haben. Aber mal gucken. Wir werden es gleich sehen. Wir starten mit Pack Nummer 1. Die letzte Folge ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir starten mit Jack Harrison. Dann Daniel James, Star Signing. Jamie Vardy. Dann Ivan Toney, 103. Und Tom Davis. Dann geht es weiter mit Pablo Mari, 34. Die Gunners kommen ja ganz vorne hin. Henley. Toni Rüdiger. Curtis Jones. Und Michael Keane. Dann haben wir Harvey Elliott als Next-Gen-Sticker. Das ist Star-Signing von Buendia. Bartley, 149. Einen Onyeka. Und ein Christopher Ayer, 88. Zwei noch. Es liegen jetzt schon so viele Sticker auf dem Tisch. Und da kommt der erste Goldene. Imran Lusa. Manchester United Logo. Und das sieht so extrem sexy aus, dieser Sticker, ne? Boah. Boah. Ben Gibson, 468. Jota und Lanzini. 369. So, letztes Pack. Pascal Groß, 124. Mason Mount Elite. Dann Royal, 528. Van de Beek und Chambers, 421. So. Dann nehmen wir mal fix alle Sticker in die Hand und dann geht es auch schon rein. Rein ins große. Ins große Krabbeln. Ins große Einkleben. Und ja. Wenn nicht alles daneben läuft, haben wir heute 25 Sticker, die wir alle einkleben können. So, wir starten mit der 33. Also ich freue mich jetzt schon, wenn die ersten Seiten komplett sind. Ich glaube, das kommt nochmal die Optik hier bei Premier League. Das ist dann schon brutal. Chambers ist der erste. Dann 34, Pablo Mari. Kommt direkt daneben. Die äußeren sind immer am schwierigsten einzukleben, weil halt hier die Rundung ist halt. 78. Jawohl. Star Signing Emiliano Buendia. Dann geht's weiter in die 88 von Brentford und in die 98 von Brentford. Haben wir beide noch nicht. Was anderes hätte mich auch schwer gewonnen. Und sogar die 103. Also 3 Sticker heute von Brentford abgehakt. Zack. Und Ivan Toney. Zack. Dann haben wir die 124 mit Pascal Groß. Und die 149 mit Phil Bartley. 149. Und die 171, Toni Rüdiger. Antonio Rüdiger. Chelsea. Auch schon gut dabei. Bloß jetzt vorsichtig sein. Sei bloß vorsichtig. Das sieht aber gut aus und das war auch der einzige Chelsea-Spieler, beziehungsweise auf dieser Seite hier kommt die Elite von Mason. Der sieht halt auch extrem sky aus, dieser goldene Sticker hier von ihm. Saugeil, dann die 231 im 200er Bereich hatten wir heute sehr viele Sticker, muss ich sagen. Michael Keane Everton. Dann den Tom Davis und dann war es das erstmal mit Everton.
Jetzt, zack. 2,70. Jack Harrison. Und dann Star Signing von Daniel James. Ist somit auch dabei. Jamie Vardy Party, 303. Also es dauert schon noch ein bisschen, bis wir hier irgendwie eine Mannschaft voll haben, aber wenn wir jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder je nachdem wann eine Folge kommt, immer 5 Stickertütchen auspacken, dann füllt sich das Heft schon gut, sagen wir es mal so. Harvey Elliott, die Next Gen Stars, 4 sind schon am Start, die unteren fehlen. Harvey Elliott. Dann ein Curtis Jones und einen Jota war am Start. Also Liverpool schon nicht verkehrt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fehlen. So, zack, ist er drin. Dann Manchester United Logo. Hätte mich auch schwer gewundert, hätten wir den Sticker schon eingeklebt. Weil uns ziemlich viele Logos da noch fehlen, weil die Logos ja dementsprechend shiny Sticker sind oder goldene Sticker und somit seltener in den Packs vorzufinden. Donny van de Beek. Norwich war ein paar, glaube ich, ne? Fiat 68. Ben Gibson. 69, ja, 2 waren es, perfekt. Ja, aber waren ein paar mehr, also 2. Im wahrsten Sinne des Wortes ein paar. Henley. Dann die 528 mit Royal. Emerson Royal. Tottenham, Hatte ich Glück, dass ich den überhaupt noch rausreißen kann. Aber Everton ist so schlecht zu erkennen hier. Weil weißer Rand und dann halt weißer Dings, bla, und dieses Grau. Erkennt man nicht gut. 561. Das ist in Ordnung. Imran Nusa. Und dann ist der letzte Sticker von West Ham. Von Manuel Lanzini. Der letzte Sticker der heutigen Folge. Und dann würde ich sagen, lasst super gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Das war's vom Let's Collect der Premier League Sticker von Panini 2022. Schön im Hardcover-Album. Ihr wisst ja, wie wir die sammeln. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.